Also jeder hat ja vielleicht in der Presse verfolgt, es war glaube ich so vor 3 Wochen, wo groß über die Presse ging, Brandschutzplanung, Bahn hat kein funktions- und genehmigungsfähiges Brandschutzkonzept. Da gab es dann dieses Papier vom Bruno und das war ja der große Aufmacher. Also eins erstmal dazu. Und dann ging es ja gleich so weiter, wie es dann gerne so ist. Bahn spielt mit dem Leben von Reisenden und von Menschen und von sonstiges. Erstmal, wir sind 8 Jahre vor der Inbetriebnahme. Wir sind in der Planung. Wer soll da 8 Jahre vorher, und wir würden es nie machen, mit dem Leben von Menschen spielen? Dann kam als nächstes der Vergleich zum Berliner Flughafen. Die waren 2 Wochen vor der Inbetriebnahme. Und die haben einen Fehler gemacht. Glaube ich jedenfalls, obwohl es keiner öffentlich zugibt. Die wussten genau, dass ihre Brandschutzplanung nicht funktioniert. Haben aber auf die Karte gesetzt, dass sie mit organisatorischen Maßnahmen sich über die Inbetriebnahme retten können. Das gab es schon mal. Da stellst du halt Brandwachen hin oder irgendwas anderes. Und an dem Fall, die haben gedacht, komm, das traut sich keiner, auch beim Eisenbahnbundesamt nicht und bei den Genehmigungsbehörden, der 2 Wochen vor der Inbetriebnahme des Flughafens sagt, niente. Aber es ist passiert. Hat aber mit dem, was wir hier machen, überhaupt nichts zu tun. Das Brandschutzproblem am Berliner Flughafen, bezieht sich das auf den Berliner Flughafen an sich oder auf der Flughafenbahn? Der Bahnhof ist fertig. Wir müssen täglich 2 Züge durchfahren, einfach um einen Luftaustausch in dem Bahnhof zu haben. Also wir fahren täglich 2 Züge da durch. Der Bahnhof ist komplett fertig. Ich war unten, ich habe ihn hier reingeguckt. Zugänge. Alles, komplett, alles fertig. Außer die Zugänge vom Flughafen runter, aber die macht der Flughafen. So, jetzt zum aktuellen Status Brandschutz. Also, was wichtig ist zu wissen, wir haben ja eine Planfeststellung und in der Planfeststellung ist vom Eisenbahnbundesamt auch ein Brandschutzkonzept genehmigt. Und das Brandschutzkonzept ist aus dem Jahr 2003, der Planfeststellungsbeschluss aus 2005. Was ist passiert? Die Brandschutzbestimmungen haben sich 2010 geändert. Und zwar dahingehend, dass sich dieser Bemessungsbrand, so nennt man das, und die Energieentwicklung, die daraus entsteht, hat sich verdoppelt. Wir sind jetzt bei 53 Megawatt. Ein Kollege von mir, der Brandschutzexperte ist, sagt immer so, damit du dir vorstellen könntest, was 53 Megawatt sind. Wenn du ein großes, altes Sofa anzündest, erzeugt das ungefähr 1 Megawatt. Also du müsstest 53 von den Dingern übereinander stapeln, anzünden, die müssten voll brennen, das wären 53 Megawatt. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ein Brand auch eines Zuges 53 Megawatt erzeugen kann. Aber es ist die Brandbemessungskurve, die wir einhalten müssen. Und darum müssen wir unser Brandschutzkonzept aktualisieren. Da sind wir seit 2010 dran. Jetzt kam immer der Vorwurf, warum dauert das so lange? Habt ihr geschlafen? Das liegt genau an diesen Simulationen. Und da ist es noch schlimmer. Wenn Sie da Eingangsparameter ändern, dann brauchen Sie teilweise einen Monat, bis alles gerechnet ist, dass das am Ende rauskommt. Aber wir arbeiten daran. Es gibt den Professor Klinsch aus Düsseldorf, das ist unser Gutachter, der arbeitet mit Inghofen zusammen. Und der hat dieses Brandschutzgutachten erstellt. Das sind ungefähr 200 Seiten. Und was ist jetzt passiert, dass in der Öffentlichkeit transportiert wurde, wir haben kein funktions- und genehmigungsfähiges Brandschutzkonzept. Also wir haben noch kein fertiges, wir sind im Moment im Arbeitsbereich. Wir haben eins gemacht. Wir haben einen Gutachter aus der Schweiz, die Gruner AG, beauftragt, mal eine Expertise zu machen zu unserem Brandschutzgutachten. Und zwar, das haben wir bewusst gemacht, das Ganze mal aus einem ganz anderen Blickwinkel zu beleuchten. Und zwar dem Versammlungsrecht. Der Versammlungsstättenverordnung, so heißt die genau. Die gilt nicht für Bahnhöfe. Wir wollten aber über den Tellerrand hinauskommen. Das heißt, die gilt eigentlich für Sportarenen oder ähnliches. Da habe ich natürlich andere Voraussetzungen.
Daraufhin hat er das bewertet und ist an einigen Punkten zu dem Ergebnis gekommen, wenn ihr es danach machen würdet, dann würde das nicht funktionieren. Und hat uns auch ein paar sehr gute Hinweise gegeben. Hatte aber nichts damit zu tun, was in der Presse stand. Wir haben kein funktions- und genehmigungsfähiges Konzept. Wie kam das denn in die Presse überhaupt? Sie wissen doch, wie das bei diesem Projekt Stuttgart 21 ist. Dieses, was wir gemacht haben, hätte bei jedem anderen Projekt in Deutschland nicht mal eine Zeile wert gewesen. Aber hier, da man ja alles sucht und immer wieder irgendwas dran nimmt und vor allen Dingen ist ja auch sofort von der Zeitung so aufgegriffen wird, kommt sowas. Seite 1. Eine Seite gefundenes Fressen. Und das Schwierige für uns ist es natürlich immer, du kannst natürlich nur mit Zahlen, Daten, Fakten dagegen argumentieren. Aber die interessieren dann irgendwie keiner. Die Schlagzeile ist einfach raus. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben am 17. Oktober das Brandschutzkonzept, das überarbeitete, der also das Konzept nochmal orientiert sich an den einzelnen Simulationsmethoden und untersucht eigentlich nochmal alles. Wichtig, was wir jetzt gemacht haben, und das ist für uns eigentlich die entscheidende Größe, es gibt für uns natürlich die wichtigste Hürde, die wir überspringen müssen, das ist einfach Bundesamt. Das entscheidet letztendlich darüber, ob wir ein Brandschutzkonzept haben, was genehmigungsfähig ist, kein anderer. Aber trotzdem ist es uns natürlich genauso wichtig, dass wir das Brandschutzkonzept in der Erarbeitung mit den Feuerwehren abstimmen. Das ist so wie, wenn Sie von den Feuerwehren den Stempel haben, ist das wie die moralische Wertung, dann kann eigentlich gar nichts mehr sein. Und das ist auch ganz wichtig. Und vor allen Dingen, Sie können sich daran erinnern, in der Schlichtung haben wir die Feuerwehren uns auch schon so ein 31-Punkte-Papier gegeben, zu sagen, was sind noch Punkte, mit denen wir arbeiten sollen. Also am 17.10. haben wir das überarbeitete Konzept der Feuerwehr und dem Regierungspräsidium übergeben. Ich komme heute gerade aus einer Besprechung, die haben das gewertet, haben uns nochmal Hinweise gegeben, am Freitag sitzen wir mit denen nochmal zusammen. Jetzt vielleicht zwei ganz interessante Sachen, weil natürlich durch die neue Brandschutzbemessungsprobe natürlich schon, was das Thema Entfluchtung, Entrauchung angeht, neue Prämissen gekommen sind, mussten wir uns natürlich überlegen, was kann man gegebenenfalls machen, um eine schnelle Entfluchtung sicherzustellen. Ich zeige Ihnen jetzt zwei Dinge. Das eine ist, man könnte natürlich in dem Bahnhof zusätzliche Fluchttreppenhäuser aufstellen. Das heißt, die also nur für die Entfluchtung genutzt werden und die dann oben über das Dach auf den Straßburger Platz entfluchten. Das heißt, sie hätten dann auf jedem Bahnsteig nochmal Fluchttreppenhäuser. Die würden dann auf dem Platz entfluchten, aber nicht so, dass sie sagen, okay, da oben wäre dann nochmal eine Öffnung, sondern das wäre dann so eingelassen, würde im Brandfall öffnen, die Leute könnten raus, wäre ca. 12 Meter Höhe, die nochmal zu überwinden wäre. Das würden wir machen, wenn gar nichts anderes geht und wir werden es jetzt im Brandschutzgutachten auch berücksichtigen. Dass das dann dem Architekten nicht besonders gut gefällt, kann man sich ungefähr vorstellen. Und uns auch nicht, weil man natürlich auch dann hier nochmal Stellen hätten und auch nochmal Engstellen. Also das wäre eine Lösung, die man machen könnte, die wir aber eigentlich nicht präferieren. Das Treppenhaus wäre auch eingehaust dann, oder? Um es auch frei zu halten. Ja. Was wir präferieren ist, das ist eine Wassersprühnebeltechnik. Und da gibt es nur ein Entweder-Oder. Also nicht und, sondern entweder diese Fluchttreppenhäuser oder diese Sprühnebeltechnik. Wie funktioniert sowas? Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Brandschutzexperte. Und das ist auch so, wenn ich Personenstromanalyse und Brandschutz, also wenn ich alle Detailfragen beantworten würde, würde ich hier so eine Gutachterreihe auch mitbringen müssen. Weil ich glaube, wir sind diejenigen, die würden das mit Fakten beantworten. Auf der anderen Seite sage ich immer ein bisschen böse, jeder Volksschauspieler ist heute schon Tunnelfachmann, Brandschutzfachmann und irgendwas anderes. aber ihm wird noch zugehört und er steht am nächsten Tag in der Zeitung. Das ist ganz interessant. Und ich meine, wie man bei uns mit Ingenieuren umgeht, das ist für mich eine absolute Frechheit. Also das ärgert mich auch so immens, dass sich da jeder hinstellen kann. Ich war letztens bei einer Veranstaltung im Landtag, da wäre ich fast aufgestanden und gegangen.
wirklich, da malt einer, ich sag's jetzt mal ganz, ganz plump, da malt einer drei Folien, malt irgendwelche Sachen drauf, so ein kleines Feuer hier unten und schreibt oben drüber alle verbrennen. Da schimpft sich irgendwo Ingenieur. Und ich meine, wenn man sich das anguckt, ob das jetzt Tunnel oder ob das jetzt Brandschutz ist, da sitzen renommierte Leute drin. Und der Imhofen ist kein Dover, ein Professor Klinsch ist kein Dover, aber jeder darf in diesem Projekt einfach die Planungen in Frage stellen und sagen, das ist einfach Mist. Das ist mein erster Vorwurf. Also so kann man eigentlich, glaube ich, und gerade in Deutschland, das ist für mich ein Rätsel. Wie funktioniert sowas? Der Gedanke dabei ist, wir gehen ja von einem Brand im Fahrzeug aus. Also dieser Bemessungsbrand findet im Fahrzeug statt. Und diese Sprühnebeltechnik würde dann heißen, im Bahnsteig werden so wie eine Sprinkleranlage eingelassen. Und das würde dann immer zum Greifen kommen, wenn die Scheiben hier im Zug, es brennt innen, wenn die Scheiben hier im Zug kaputt gehen. Und dann entwickelt sich ja die Hitze. Und die saugen dann ja hier nochmal Sauerstoff an und dieser Sauerstoff würde dann auch diesen Sprühnebel mit in das Fahrzeug nehmen. Das heißt, es ist nicht zum Löschen vorgesehen, aber sie verlängern die Evakuierungszeiten, indem sie die Brandwirkung vermindern. So, jetzt gibt es das zwar schon, aber noch nicht für diesen Verwendungszweck. Was wir jetzt machen ist wirklich, da gibt es zwei große Hallen in Deutschland, die eine ist in Dresden und die andere ist irgendwo in NRW. Und wir testen das jetzt einfach mal und wir probieren das aus. Also wir machen jetzt Feldversuche, weil das ist uns natürlich viel lieber, die Technik. Die hat auch Nachteile, weil als Bahnhofsbetreiber sage ich natürlich, ich muss natürlich sicherstellen, dass diese ganzen Öffnungen auf den Bahnsteigen ständig und so weiter. Also, aber trotzdem ist die uns natürlich viel lieber und wir testen das jetzt. Wir werden jetzt ins Rennen gehen mit einer Lösung, die heißt erstmal vielleicht diese Treppenhäuser. Die haben aber keine Auswirkungen auf den Rohbau, den wir jetzt machen müssen. Und tendenziell wollen wir dann nachher, wenn wir die Zulassung dafür haben, da gibt es dann eine Einzelzulassung, wollen wir auf diese Technik wechseln. Als ich das letzte Mal das vorgestellt habe, da hat er gesagt, ja, das gibt es doch mal gar nicht und wie könnt ihr denn und das ist doch nicht zugelassen und sonstiges. Dann habe ich gesagt, ich komme aus Sachsen-Anhalt, ich bin kein Schwabe. In Sachsen-Anhalt nennt sich ja das Land der Frühaufsteher. Für mich war Baden-Württemberg immer das Land der Kreativköpfe, der Tüftler und Denker und Macher. Und jetzt wirft man uns vor, wir wollen innovativ sein und mal was anderes und mal testen und wir haben noch die Zeit dafür und gleich kriegst du es wieder um die Ohren. Ja. Also eigentlich kannst du machen, was du willst, aber wenn du von diesem Projekt überzeugt bist, dann überstehst du auch das. Also, ist auch rein technisch jetzt mal. So, wenn so eine Laube brennt, dann sind es doch oft auch Hydrauliköl oder so, das da brennt. Deswegen, also gefühlsmäßig würde ich doch sowas mit einem CO2-Löscher löschen und hätte Wasser auf den Boden oder so. Also das ist für Wagen gerechnet. Man überlegt jetzt noch, wie das bei Lokbränden ist, weil bei Lokbränden ist es natürlich ein Stückchen anders, das muss man auch simulieren. Aber wichtig ist, hier geht es nicht um Löschen. Ja, das ist mir schon klar. Der Punkt ist ja wirklich, dass. Der Punkt ist ja bei Brandschutz im wenigsten, dass die Leute irgendwie Gefahr laufen zu verbrennen. Es ist immer das Thema Rauchentwicklung. Und wie lange brauchst du, um in einen sicheren Bereich zu kommen? Das ist das schon entscheidend. Und solange du oder so die Rauchentwicklung zurückhalten kannst, umso besser kommst du mit den Evakuierungszeiten klar. Und das ist eigentlich das, in die Richtung wollen wir eigentlich gerne gehen. Um ein paar Zahlen zu nennen, weil die auch schon in der Presse standen, aber falsch. Wir haben mal grob überschlagen, dass diese Treppenhäuser würden ungefähr 15 Millionen kosten und diese Anlage 8 bis 10 Millionen. Aber wie gesagt, es ist kein Und, sondern ein Entweder-Oder. Und wenn ich das eine nehme, das wäre das teure nehme von 15 Millionen Euro, das sprengt unseren Kostendeckel mit Sicherheit nicht. Also da haben wir auf den Filtern oben andere Probleme und die haben andere gemacht und nicht wir. So, das sind jetzt so die nächsten Schritte. Das ist natürlich eine Sisyphusarbeit, also auch mit den Feuerwehren. Die haben natürlich ein großes Punktepapier, aber das kriegen wir hin, glaube ich, mit der Feuerwehr. Unsere Zeitplanung sieht so aus, dass wir bis Februar mit dem Konzept fertig sind. Februar zum EBA gehen wollen, dass wir bis Mitte nächsten Jahres das Brandschutzkonzept
in trockenen Tüchern habe. Ich muss immer sagen, wir reden hier vom Bahnhof. Schuld tun wir natürlich ein gesamthaftes Brandschutzkonzept mit den Tunneln. Und das soll auch dann Mitte des Jahres soweit fertig sein. Wir haben natürlich Schnittstellen zwischen Bahnhof und Tunnel. Und das wird natürlich auch bewertet. Aber das ist ganz normales Projektgeschäft. Vollkommen normales. Planung, Abstimmung, mal wieder was verwerfen, mal wieder was neu überlegen. Das hat nichts mit irgendwelchen Grässlichkeiten zu tun. Das ist normalstes Projektgeschäft und nichts anderes. Und dass das anspruchsvoll ist, was wir hier machen, ich meine, das bestreitet, glaube ich, keiner, dass das ein anspruchsvolles Projekt ist. Hier nochmal der Zeitplan. Wie gesagt, so wollen wir dann nachher vorgehen. Und das noch vielleicht mal zu dem 31-Punkte-Papier von der Schlichtung, weil ja da auch immer kolportiert wird. Wir würden damit nichts machen. 31 Punkte waren es. 15 Punkte sind in die Planerstellung aufgenommen. 3 Punkte können auch umgesetzt werden. Und zu 13 Punkten haben wir noch einen, sag ich mal, Abstimmungsbedarf mit der Feuerwehr, da arbeiten wir dran. Also, wenn Sie auch mit der Feuerwehr reden, natürlich haben die ihre Anforderungen. Die haben ein großes Thema bei dem Thema Fremdrettung. Wie komme ich hin? Wie ist das mit den Zeiten? Die haben einfach einen Haufen Fragen, die wir antworten müssen. Aber auch das ist ganz normal und am Ende des Tages wird ein Konsens stehen, auch mit den Feuerwehren, dass wir sagen, das passt nachher für die. Und das ist für mich eigentlich so ein bisschen der nächste Meilenstein, das hinzukriegen, weil ich glaube, dann haben wir den Knoten durchschlagen, auch bei dem Thema Brandschließen. Wie ist das mit den Feuerwehrfahrzeugen? Die können doch sowohl auf die Verteilerstege als auch in den Bahnhof unten von der ehemaligen Bundesdirektion anfahren. Ja, also da gibt es ja natürlich Pläne und Beziehungen dazu. Die Feuerwehr sagt im Moment nur, sie braucht mit Anfahrt, mit Aufrüsten, mit allem ungefähr eine halbe Stunde. Das ist uns noch ein bisschen zu lang, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Die hätten natürlich am liebsten eine Feuerwache hier vor der Tür. Wobei man da auch nicht sicherstellen kann, wenn es woanders brennt, sind die auch irgendwo weg. Aber es wird natürlich, und das ist das kleinste Problem, diese ganzen Anfahrtswege und wo kann ich das alles festlegen. Und ich sag mal nochmal, ohne das alles genau detailliert festlegen zu können, kriegen wir keinen Steffen von Eber. Wie kommen die da unten rein im Wagen? Das ist eine Zufahrt von, wo jetzt das alles mal, Bundesdirektion schon Zufahrt für die. Also auf den Bahnsteigen sind Türen rein. Da ist auch genau festgelegt von der Feuerwehr und von uns, was für einen Durchlauf die haben müssen von den Hydranten und die können von da anschließen und können da löschen. Aber das entscheidende Kriterium ist eigentlich für uns im Brandschutzkonzept, ist natürlich das Thema des Rettungskonzeptes und dann kommt das Thema der Brandbekämpfung eigentlich. Das ist eigentlich für uns das Entscheidende, Selbstrettung und Fremdrettung der Person, die noch unten im Bahnhof sind. Das Ganze ist ja jetzt noch ganz relativ weit in der Zukunft und es wird ja höchstwahrscheinlich sein, dass sich bis dahin nochmal was ändert. Wie sicher ist es sozusagen, oder wie sehr werden die Auflagen überschossen vom neuen Brandschutzkonzept zu den jetzigen? Dass man sagen, wenn es nochmal verschärft wird, dass man sagt, ja. Also wir können überhaupt. Also das ist schon heftig. Also diese 53 Megawatt, diese Brandbemessungsgruppe, das ist schon richtig heftig. Und also kein Brandschutzspezialist kann sich vorstellen, dass das wirklich eintritt. Aber das ist nach so Unfällen wie in Kapun oder so, ist natürlich das einfach nochmal hochgesetzt worden. Also wir sind da am absolut obersten Level. Es kann natürlich immer passieren, was heißt immer ist falsch, aber nicht auszuschließen ist, dass irgendwann 2014 aus irgendwelchen Gründen an der Brandbemessungsprobe noch einmal was gemacht wird. Wie wir dann reagieren, dann muss man entweder mit organisatorischen Maßnahmen oder nochmal nachjustieren. Wichtig im Moment ist ja, weil wir 8 Jahre vorher sind, dass wir alle Maßnahmen, die Auswirkungen auf Rohbau und Sonstiges haben, jetzt mit drin haben. Alles, was nachher organisatorisch ist und ob ich denen da hinten noch eine Feuerwache baue oder so, das ist ja nachher eine Sache, die brauche ich im Moment nicht, die müsste ich dann vielleicht nachführen. Wichtig ist bloß, dass wir alle Themen, die mit dem Rohbau des Bahnhofs zu tun haben, und das sind, haben wir jetzt ausgeschlossen, dass ich die mit drin habe, weil da komme ich natürlich nachher nicht mehr ran.
Können Sie was, ein paar Sätze zu den ominösen Trockenleitungen sagen, auch wenn es jetzt nicht zum Bahnhof gehört, sondern zum Tunnel, aber es würde mich einfach mal interessieren, was da, worüber da überhaupt diskutiert wird. Ja, da wird einfach darüber diskutiert, also da bin ich auch nicht voll Thema, aber die Diskussion ist natürlich, ob ich eine befüllte Leitung habe oder eine Trockenleitung. Also wo das ist. Und wir sind einfach der Meinung, dass wir sagen, dadurch, dass wir einen auf dem Bahnsteig auch immer Hydranten haben in gewissen Abständen, stehen eigentlich nicht Wasser zur Verfügung. Aber das ist ein Punkt, den wir so mit dem Feuerwehr nochmal diskutieren. Aber wir gehen davon aus, dass wir weiter Trockenleitungen haben werden und keinen Druck auf den Leitung, der ständig verfügbar sein müsste, weil es würde wieder ganz andere Probleme schaffen. Aber das wäre jetzt für mich, da bin ich nicht so im. Entrauchungsanlage, also mechanische Rauchungsanlage, noch nichts gesagt, da müssen auch hier Ventilatoren installiert sein. Wir entrauchen ja durch die Glasaugen. Was? Durch die Glasaugen. Die öffnen sich ja. Ja, die öffnen sich ja so ein bisschen. Hydraulisch. Also durch Detektoren, Sie haben im Bahnhof ja Detektoren, die auf Rauchentwicklung reagieren und dann öffnen sich die Glasaugen. Die können noch unterschiedlich werden. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass sich da das ganze 16 Meter Durchmesserauge öffnet. Da werden Teile davon werden sich da öffnen. Das steht nur schon hinter der Zitation neben. Da gibt es Redundanzen, das muss einfach sichergestellt sein, dass nicht irgendwas ausfällt und das Ding dann nicht aufmacht. Und keine Rauchgasventilatoren oder so, die ich habe auf der Strecke gearbeitet, die Firma, an der ich tätig war, die haben da. Also nach meinem Kenntnisstand brauchen wir die nicht. Es ist aber also möglich, auch das noch zu untersuchen und gegebenenfalls nachzuholen. Das ist eine Entrauchung der Tunnel, die da am Killesberg vorgesehen sind, oder da ist auch sowas von. Das ist jetzt Tunnel, da bin ich. Okay. Der Bahnhof wird durch die Klappen auch. Ja. Entsteht da eine Kreislaufwirkung und der den Brand eigentlich eher nochmal anfeuert, wenn ich da einen Abzug habe? Das ist eigentlich das, was ich nicht gefragt habe. Nee, die ist aber nicht so stark. Also da steht keine Sogwirkung, die den Brand anfeuert. Ich sorge ja eigentlich dafür, dass der Rauch nach oben geht und habe ja dann das Risiko dann letzten Endes, dass bei den Stegen gerade sich der Rauch ja deutlich verteilt. Also ja gut, Sie haben den Abzug, die Entrauchung über die Dinger. Und Sie werden natürlich den Brand separat löschen müssen. Also der geht natürlich nicht von selber aus. Also Sie führen ja auch wieder Sauerstoff ein Stückchen weit nach. Aber Sie feuern den Brand nicht nochmal an. Weil es begrenzt sich ja dann auch immer, wir reden ja immer von diesem einen Wagen, von diesem einen Wagenbrand. Mir meinte mal ein Gegner erklären zu müssen, weil der Bahnhof ja so tief liegt, dass auch die Gefahr liegt, dass der einfach mal überflutet. Da hat man jetzt den letzten Wasserrohrbruch da irgendwo bei Degerloch da gehabt. Inwiefern sieht das denn da aus, wenn da mal ein starker Gewitterguss runterkommt? Also gibt es da auch Simulationen zu? Also der Bahnhof ist zu. Das ist eine große, riesengroße Halle. Ich wüsste jetzt nicht, aus welcher Richtung der jetzt irgendwie. Also das ist jetzt wirklich interessant. Das war jetzt auch in der Diskussion zum Thema Brandschutz. Da war so ungefähr. Wo fällt das Wasser weg? Der eine Zug brennt, wenn jetzt noch ein zweiter Zug brennt und dann könnte noch ein Terroranschlag dazu kommen, dann. Also die Szenarien kann ich natürlich irgendwie, aber wenn wir so weit gehen, dann macht man irgendwann gar nichts mehr. Also man muss an irgendeiner Stelle, und ich glaube, wir sind da schon in einem Szenario unterwegs, auch mit den Möglichkeiten, die wir im Worst-Case-Szenario untersuchen. Also wir untersuchen zum Beispiel auch, ob ein Feuer von einem auf den gegenüberliegenden Waggon überschlagen kann, ob sowas möglich ist, von einem Wagen auf den anderen, aber zwischen den Wagen sind auch Brandschutztüren. Also alles, was irgendwo denkbar ist, aber es gibt die verrücktesten Sachen, die du dann irgendwann einfach nicht mehr beantworten kannst, weil sie wirklich, da ist ein Lottogewinn, also um einiges wahrscheinlicher als Szenarien, die da manchmal aufgemacht werden. Nehmen wir an, dass im S-Bahn-Tunnel Pumpe drin haut. Weil da kommt auf jeden Fall Feuchtigkeit rein. Im
im S-Bahn-Tunnel, da klar, wo Feuchtigkeit reinkommen müssen, ja, noch Pumpen vorgesehen. Ja. Aber wo Überflutung des Bahnhofs. Warum das so drauf abgucken, ob wir halt den Stuttgart einmal die extreme Situation, das war so in den 70er Jahren, als so die Konrad-Adenauer-Straße komplett abgesoffen ist, die Universitätsbibliothek, bei der Gewieserkeller war voll mit Wasser. Aber das oberste Primat bei allem, was wir in Konzepten untersuchen, ist das Thema Menschenrettung. Also Brand ist ja immer aber auch die Frage, wie lange hält eigentlich die Konstruktion, wenn jetzt wirklich 53 Megawatt, also wenn das zum Beispiel unter einem Steg brennt mit 53 Megawatt, dann hat dieser Steg die Brandschutzklasse 1130, das heißt 30 Minuten verformt sich da noch überhaupt nichts. Aber an irgendeinem Punkt gibt auch die beste Konstruktion irgendwann mal nach. Das ist einfach so. Ich meine, wir reden hier wirklich von einem absoluten Horrorszenario, was wir hier beschreiben, wonach wir unsere Planung ausrichten. Und das wäre natürlich auch so ein Fall einer, wie auch immer gearteten, Überflutung. Wichtig wäre, dass alle Leute rauskommen. Also jetzt über den 53 Megawatt, die da entstehen. So würde man ausgang, dass praktisch ein Loch oder ein Zug plötzlich mit 53 Megawatt brennt und wie viele Leute sind denn da in der Nähe, was wird da umgestellt? Oder auch was die Evakuierungszeit? Also man vorstellt, ob ein Wagen, ein ICE-Wagen wirklich 53 Megawatt erzeugen kann, ja. Das weiß keiner. Aber die Spezialisten sagen eigentlich, nee. Und wir hatten einen S-Bahn-Brand ja mal in Berlin und der lag aber deutlichst, der lag unter 20 Megawatt von aber diese Bremsbemessungskurve, die vorgegeben ist, sagt halt diese 53 Megawatt. Also das heißt nicht, ein ICE-Wagen, der brennt, erzeugt 53 Megawatt. Nee. Die Vorgabe ist nur, alles, was brennen kann im Gebäude, muss diesem unterliegen. Maximaler Wert ist 53 Megawatt. Also wenn die Bedingung eines Daueranschlags dann mit allen umgerechnet, wenn man die 50 Megawatt reinrechnet, also kann ich da auch vorbeikommen. Nee, haben wir nicht mit eingerechnet. Also wir glauben eigentlich daran, dass das nicht passiert. Und wie gesagt, also ich meine, alle Eventualitäten, dann muss ich das Buch zuklappen. Ja, mit der hohen Belastung könnte man ja sagen, das ist der nahe gekommen. Ja, also ich meine, nochmal 53 Megawatt ist der Wahnsinn. 53 Sofas übereinander angezündet. Das ist auch 53 Megawatt an einer Stelle. Nicht ein Wagen. Wir gehen immer von einem Bemessungsplan von einem Wagen aus. Das war der Wagen. Ja. Gerade wenn es zum Brett vorkommt, nehmen wir an, dass die Mannschaft, die dort arbeitet, wahrscheinlich geschult ist und so, war nicht unbedingt zum Leiter. Also, das ist auch noch so ein Thema, was wir gerade auch nach der Schlichtung und auch mit dem Behindertenverband diskutieren, ist natürlich immer dieses Thema der Fremd- und Selbstrettung. Also erstmal gilt in Deutschland das Prinzip der Fremdrettung nach der, also das heißt für Mobilität ist einfach Rollstuhlfahrer. Ich meine, wir sitzen jetzt hier. Wenn es hier brennen würde, und wir hätten hier einen Rollstuhlfahrer dabei, dann muss der sich darauf verlassen können, dass er gerettet wird. Hier gibt es auch nur Treppen oder den Aufzug. Und mit Brandfall, das ist immer das Problem, fährt ja dieser Aufzug auf Störung. So, das gilt aber in Deutschland überall. Das haben sie im Hotel, das haben sie im Bürogebäude. Ist erstmal genehmigungsfähig und ist auch genehmigt. Was wir jetzt gemacht haben ist, wir untersuchen gerade, weil wir ja drei Aufzüge pro Bahnsteig haben. Und normalerweise ist dieser gesamte Bahnhof ein Brandabschnitt. Das heißt, wenn Sie eine Rauchentwicklung haben am Steg A, schalten alle Aufzüge auf Störung. Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir untersuchen, dass wir eine separate Steuerung haben.
Das heißt, wenn am Steg A eine Rauchentwicklung ist und dieser Aufzug auf Störung schaltet, dann haben Sie, solange da noch der sichere Bereich ist, am Steg B und C die Möglichkeit, diesen Aufzug noch zu nutzen. Also die Detektion zu teilen. Den Vorteil haben Sie bei drei Aufzügen. Das wäre ein Novum, aber wir wollen das machen und wir wollen das auch in dem Konzept hinterlegen. Und auch da gilt wieder, was es da auch technisch für Möglichkeiten 2020 gibt, wissen wir noch nicht. Aber ich habe natürlich Verständnis dafür, dass mir auch ein Rollstuhlfahrer sagt, es ist eine ganz blöde Situation. Wenn du auf diesem Bahnsteig stehst und du bist darauf angewiesen, in einem Brandfach, wo alle natürlich auch sehen, dass sie irgendwie wegkommen. Aber vom Grundsatz sind alle auch Evakuierungs, auch die ganze Bemessung der Verrauchung so gerechnet, dass wenn die Feuerwehr kommt, natürlich auch Personen, die sich noch auf den, die sich nicht selbst retten können, dann gerettet werden können. Also darauf muss ich natürlich auch Entrauchung und ähnliches ausrichten von den Evakuierungszeiten. Also das ist mit drin. Und trotzdem ist es natürlich ein Punkt, dass man sagt, ich möchte eigentlich selber sehen, wie ich da rauskomme. Und das wollen wir mit den einzelnen verschiedenen Brandabschnitten wenigstens bis zu einem Gewinn gewährleisten können. Es gibt noch eine Variante, ich bin selber bei der Feuerwehr, in Hochhäusern, Pflegeheimen, Krankenhäusern, den sogenannten Feuerwehrsessel. Und da kann also die Feuerwehr auch Rettung rufen. Das sind dann ganz spezielle Aufzüge auch. Ja. Das ist ja nicht bloß der Schlüssel, sondern es gibt ja die Feuerwehraufzüge, die natürlich auch anders gestaltet sind, die dann auch während dem Fall noch fahren können. So ein Aufzug ist zum Beispiel vorgesehen am Flughafenbahnhof, weil man da ja noch ganz andere Höhen überwinden müssen, um es dann so ein Aufzug. Hier unten im Turm gibt es ja auch eine. Aber ich habe auch irgendwas gehört, dass man dann in den Aufzügen, wenn es brennen soll, dass man dann gewissen Überdruck erzeugt, dass man die Kosten noch günstiger kann. Also da bin ich jetzt technisch überfragt, ob es da Möglichkeiten gibt. Man muss natürlich immer aufpassen, dass man nicht eine Sicherheit suggeriert, die man da nicht alle kann. Das heißt, diese Aufzüge müssen natürlich dann auch in einen sicheren Bereich fahren. Ja? Also es nützt ja gar nichts, wenn Sie den Aufzug zwar nutzen können und fahren dann in einen nicht sicheren Bereich. Darum muss man da ganz vorsichtig mit umgehen, wenn man sowas macht. Vom Grundsatz gibt es deshalb einfach die Regelung, dass man sagt, sollte Rauchentwicklung entstehen, fährt ein Aufzug einfach auf Störung. Wenn man davon abweicht, muss man das genau uns angucken, dass das funktioniert. Aber wir glauben hier im Stuttgarter Hauptbahnhof, durch die Längenentwicklung und die verschiedenen Aufzüge können wir das gewährleisten. Haben wir denn Vergleiche auch mit Zürich? Da ist das so eine ähnliche Situation, dieser unterirdische Zürcher Bahnhof. Das weiß ich jetzt nicht im Vergleich. Also ich meine, das müsste man mal unseren zweiten Gutachter, den Dr. Kundel von Gruner, fragen, weil die kommen aus Zürich. Aber also wichtig ist eigentlich, Vergleiche kann man immer ziehen, aber wichtig ist einfach, ich glaube, wir haben hier zu diesem Thema in Deutschland mit das schärfste Recht, was es überhaupt gibt. Und wenn wir ein Konzept vorlegen können, was davor Bestand haben kann, dann ist das eigentlich auch sicher und in Ordnung. Und in was in so einer Situation, vor allem, warum sind die Schulen in der Strecke? Ja, sowas schon. Das sind unsere Mitarbeiter natürlich heute auch schon. Okay, dann bedanke ich mich. Ich hoffe, dass es ein bisschen interessant war. Und wenn da was sein sollte, komme ich gerne auch wieder. Ich glaube, das wird uns sowieso noch eine Weile beschäftigen. Ich bedanke mich dann auch nochmal im Namen der IG Bürger für die zwei geteilten Vorträge. Es war auch mal interessant für den Brandschutz. Vielen Dank, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. Ich finde es erstmal klasse, dass es macht richtig Spaß. Weil wie ich es vorhin gesagt habe, also ich bin überzeugt von dem Projekt, neben allen Problemen, die wir haben, und es macht einfach keinen Spaß, wenn man sie nicht mal ausreden lässt. Das ist ja für mich immer das Schlimmste. Ich bin ja jeder konstruktiven Diskussion bin ich ja sofort bereit. Aber wenn sie nur den Mund aufmachen,
Und da sehen Sie schon jemanden, der eigentlich das Thema Lügen packt schon im Mund hat. Das ist nicht gewöhnt. Dann verlieren Sie den Spaß daran. Also ich wünsche noch einen schönen Abend.